So, liebe Leute, heute geht's weiter mit FIFA und wir beenden heute die Saison auf alle Fälle. Es sind noch zwei Spiele in der Liga und dann geht's weiter auf jeden Fall. Ja, nach dem Aussetzen gegen Juve in der letzten Folge steht es so ziemlich fest oder steht fest, dass wir nächste Saison nicht international antreten dürfen. Also etwa die Europa League oder die Champions League, die Europa League und die oder den DFB-Pokal gewinnen müssen. Beides sind wir raus. Im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt und in der Europa League dieses dramatische 1:2 bei Juventus Turin noch eigener Führung. Also, ja, aber Ronaldo ist Ronaldo halt. Er macht da mal eben kurz aus dem Stand ein Ding aus dem Stand in den Winkel und spielt dann vier Verteidiger aus im 2:1 und damit war das Thema auch gegessen. Ich finde es schade, es ist schade wirklich. Wir hätten eigentlich alleine, was das Hinspiel betrifft, genug Chancen gehabt, um das Ding heute, um das Ding zuzumachen. Liegen dann relativ zügig 2-0 hinten durch zwei Tore, unter anderem eins von Ronaldo und ja, und dann schalten wir halt aus. Nun, ist es einfach so. Jetzt muss man akzeptieren, wie es ist und jetzt geht es in der neuen Saison darum, wieder einen Pokal zu gewinnen und dann hochzukommen. Na gut, erstmal auf jeden Fall, weiter geht's auf jeden Fall mit der Liga, wenn man Controller spielen würde. Ach, geht mir doch nicht. Mein Controller spielt gerade so ein bisschen. Jetzt. Ja, wir nehmen mal raus und wir haben das erste, nächste Spiel oder das vorletzte Spiel der Liga gegen Erzgebirge. Aue. Und dann geht es wahrscheinlich eh darum, jetzt noch zwei Spiele zu machen und dann wahrscheinlich in der übernächsten Folge, also in 3 Tagen, die, ich glaube, das ist dann der Mittwoch, geht es darum, den Kader zusammenzustellen für die neue Bundesliga-Saison. Wer kommen wird, wer gehen wird, weiß ich noch nicht und ich glaube, jetzt müssen wir eh nicht mehr groß rotieren, jetzt ist es eh fast durch, ich weiß gar nicht, wie die nächsten Spiele aussehen. Leider darf ich gerade so ein bisschen nicht. Ich befürchte, dass ich mir einen neuen Controller kaufen kann. So. Okay, gehen wir rein. Zug hat mal. Na, der war die Seiten. Jetzt. Heute ist gerade alles so. Okay, das haben wir zu Ende gemacht, jetzt geht's weiter mit dem Spiel. Mein Gott. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Jo. Jetzt hat mein Headset noch ein bisschen sich mein Ding ist noch ein bisschen gesponnen. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Erzgebirge Aue gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Schalke 04 derzeit mit der besten Bilanz aller Clubs auf fremdem Platz. 15 Siege aus 16 Spielen. Das ist wirklich stark. Die Nummer 17, Philipp Riese. Die Nummer 13, Louis Samson. Die Nummer 8, Tom Baumgart. Die Nummer 7, Jan Hochschau. Die Nummer 10, Pascal Testraut und mit der Nummer 31.
sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie entscheiden sich für ein 3-5-2. Das ist natürlich eine Taktik, mit der du viele Varianten für den Spielaufbau hast, viele Optionen. Du bist kaum ausrechenbar für den Gegner. Ein reizvoller Ansatz. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Genau so ist es. So, mal gucken, wer halt alles bleibt, wer alles geht. Es werden viele auf jeden Fall gehen und viele bleiben und was auch immer. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was am Ende dann auch der Interessenmarkt ist. Wie ist am Ende auch finanziell vor allen Dingen? Also 14 Millionen haben wir ja schon. Gut, plus die Pokalwettbewerbe. Aber guck mal. So, gehen wir auf jeden Fall mal rein und wollen natürlich hier heute triumphieren. Den ersten Angriff macht auf jeden Fall erstmal Terodde, der die erste Riesenchance hat und die Ecke rausholt. Super gehalten. Guter Ball wird von Tommy. Diese Ruhe, dieses Abfahren und natürlich diese Mustafi und das gibt, glaube ich. Abschluss, okay. Kein guter Versuch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Riese. Dimitri Nazarov. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gut gemacht, Herr Matteo. Auch der soll vielleicht den Verein verlassen. Also wie gesagt, wir werden schauen, wie es am Ende aussieht. Wer final damit gehen, hochgehen wird und wer nicht hochgehen wird. Riese. Fakt ist, dass einiges passieren wird, wollen wir nichts. Und dann wieder mit Wörtchen mitreden, was sie für Vokabel drin. Mit der kann mit dem Kader wird es wahrscheinlich schwierig werden. So, erstmal Amatei, der. Also meistens wird es mit der Mannschaft wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es die erste gelbe Karte für die 17, Riese. Von Erzgebirge Aue. Ja. Er sieht die gelbe Karte. Taktisches Foul, weil der wäre durch gewesen, der Spieler. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Terodde. Terodde, gut gemacht. Das ist aber mit Glück die dann. Terodde. 1-0. Also 0-1. 15. Minute. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So schön ist lange Ecke jetzt da hinten. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 9, Simon Terodde. Es wird auch im letzten Spiel wahrscheinlich mal wieder einige Rotationen geben, weil es sind einige Spieler, die ihre Karriere beenden und alles drum und dran. Oder beziehungsweise den Verein verlassen werden. Er scheint und nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Jetzt ja, haben wir. Gut gemacht. Auf. Nee, es war kein Abseits. Er soll hier bleiben. Will raus. Mal gucken, bis er im Finale am Ende rauskommt. Was die bislang für eine Wenn die Ablöse so stimmen, muss ich mich mal von einigen Spielern lassen. Die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegen auf Platz die 6, Dragovic, der geht auf jeden Fall. Das ist nicht die 6, die 3. Dragovic, der wird auf jeden Fall den Verein verlassen. Der ist ja noch enger, geht in enger, wenn der Vertrag ausläuft. Ja, das sieht gut aus. Oh, schade. Da hat er den Kopf nicht reingekriegt in die Position. 24 Minuten. Also erste Halbzeit, der Halbzeit ist schon mal durch. Und es gibt Einwurf, natürlich Einwurf. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, nee, der jetzt gibt's Ecke. Gibt einen Eckball. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Jetzt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Klasse Technik. Ja, der geht über die Außen, lässt den Verteidiger da stehen. Latzer in dem Fall, hochschalt. Der versucht aber Tempo zu kriegen. Lässt den zweiten da stehen. Test rot. Und dann so ein billiger Ball. So, nächster Ball, Marco Richter. Der halt mit Tempo vorbeigehen kann. Und er über die. Und dann noch über Umwege zum 2-0.
34. Minute. Der Rodde. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Oder? Jo. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine. Jetzt die Flanke von Richter auf den zweiten Pfosten. Die Rose, der den Ball nur. Ich weiß gar nicht, ob der den mit Absicht so zurückgekämpft geköpft hat. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Aber auf jeden Fall 2-0. Ist egal, wie. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Simon Terodde. Klasse Aktion. Ball ist weg. Ja. Jetzt wird's gefährlich. Und da ist der Ball wieder weg. So, jetzt. Chance zum Konter jetzt. Ach, verdammt. Ja, da zu wenig aus der Konterchance. Ball ist ja weg. Javairo Dilrosun. Ah, der könnte. Könnte er nicht. Der war nicht gut gespielt. Das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Nee, das war. Grütze. Fairer Einsatz hier. Latzer. Und jetzt die Chance. Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Ganz einfach. Elfmeter. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiter spielen. Es gibt nicht Punkt. Mal gelb. Das ist schon eine. Wobei, naja. Ich nehme es mit, aber es ist hart. Weil er eigentlich mit dem Körpereinsatz reingeht, aber gut, okay. Mendel ist übrigens ein Elfmeterkiller. Nicht hier. 3-0. 0-3 der Halbzeitstand. Simon Terodde. Das müsste jetzt auch Tode mal nur einer gewesen sein, weil ich glaube, es war so ein Dritter heute. Den Tor keine Chance gelassen und das Ding eiskalt versenkt. Es müsste ein Lupenreiter gewesen sein. Der eine ins lange Eck. Ja. Genau, hin ins lange Eck. Dann der Kopf, der Schuss. Nach der Rücklage von Del Rosso. Und jetzt 11 Meter. Doch, 3 Tore. Genau. Ja. Sehe ich richtig. 15, 34. und 45. Und dann dürfte es auch Halbzeit sein. Genau so. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. 3 Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so oft. Liegen schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können sie sich nur noch selbst schlagen. So, kurzer Halbzeit Zwischenstand. Offenbach gegen Darmstadt 98. Da steht 1-1 und hier steht 0-3. Aber wie gesagt, soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ja, wir wollen die volle Punktzahl, das sind 97 insgesamt. Gucken wir mal. Richter. Ja, das ist aber auch keiner, der in der Mitte mitläuft. Oh ja, das war nicht gut. Ja, fehlt halt die Alternativen. Ich konnte nicht reinspielen. Reinflanken, wie auch immer. Da kann er sich den Ball holen. Bujelab. Ja, was macht der denn da? Nächster Ball, schön nach außen. Da ist viel, viel Platz für Baumgart, der da aber den Ball nicht kontrolliert bekommt. Und jetzt der Rosso, der mit Tempo auf die über die Außenbahn marschiert. Den Verteidiger da mal ohne Probleme, oder den Verteidiger da mal ohne Probleme ausspielt. Oh, Richter! Da war nämlich der Keeper auch schon raus aus der Situation, weil der nämlich genau in die andere Richtung unterwegs war. Erfolgreichen Abschluss. Er bringt aber den passt Ball nicht. Nicht aufs Tor, etwas zu hoch. Riese. Schade. Das hätte durchaus das 4-0 sein Hochscheid können. Ich glaube, müssen nicht zu 100%, aber egal. Dieses Tackling gelingt
Gutes Spiel von ihm. Terodde, schön gelöst. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Ja. Die Gelegenheit. Terodde und... Wenn Terodde zu Hause ist, der will heute richtig unbedingt. Der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Bei Aue, ja. Wie gesagt, wir haben noch keine Auswechslung angefordert. Das wird auch, aber auch demnächst passieren. Flagge kommt so hoch, das war nix. Oh, da haben wir scheiße gestanden. Einfacher Ball. Aber guter Ball. Gehalten. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Richtig. Aber den holen wir uns wieder. Buse Lapp in diesem Fall. Kriegt er den noch gelaufen, der Richter? Nö. Gar nichts. Keine Chance da, irgendwie ranzukommen in diesem Ball. Gutes Anspiel. Jetzt haben wir ihn. Mit Auge. Ja, Marco Richter. Jetzt mit Auge. Er geht ganz schön robust da rein. Glück gehabt. Wenn er den nämlich richtig tritt, gibt es den Meter. Gibt es den zweiten. Super Aktion. Das ist die. Ja, du kannst auch weiterlaufen lassen. Es war okay. Ich glaube, sonst war es und damit ist das auch okay. So, wechseln wir gleich durch. Ja, war auch Abseits. Das ist vollkommen okay. Jetzt geht er runter nach drei Toren. Dimitri Nazarov. Neu auf dem Feld, die Nummer 5. Clemens Fandrich. Ballverlust. So, Richter. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ich glaube, ich habe sogar schon zwei Wechsel gemacht. So, die Balleroberung hier in der Defensive. Aber momentan kommt aber auch kein Ball, der irgendwie souverän durchkommt. Aber ich spiele es hier auch so ein bisschen im Krüger. Der ja vor der Saison als Auer kam. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Vielleicht die Konterchance. Jetzt ist gefährlich. Jetzt der Ballverlust. Der Rosen, der ist aber mit seiner letzten Variante, was probieren will. Den hat er, glaube ich, gehalten, ne? Den Schuss. Ich glaube, den hat er noch irgendwie gehalten. Ja. Und dann kommen sie noch da irgendwie dazwischen. Ich werde es auch nochmal wechseln gleich. Aber in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr passiert, Anton. Ne? Gut verteidigt. Die jetzt wird der Wechsel kommen. Der Rose und raus und Hack rein. Sie werden hier wechseln. Die Nummer 16. Die Gelegenheit für die Flanke. Gute Chance. Da ist das Tor. Und das ist das Ehrentor für Alzgebergauer 1:3. Offensichtlich, sie erzielen hier zumindest noch den Ehrentreffer. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich. Da war schön ausgespielt. Da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Ja, Kolasina, ja, den hätte er haben müssen. Der stand mich vor dem Verteidiger. 3-1 heißt es also jetzt. Aber Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Die Ecke nehme ich noch mit. Aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Jetzt also hier der Endspurt und auch die Fans geben. Und das dürfte noch mal Ecke geben, oder? Ja. Einfach klasse, wie sie ihr Team unterstützen. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gibt es noch eine Ecke? Gibt es noch eine? Ball für sie. Da kommt die Ecke. Und noch eine Ecke. Da das gibt Ecke Nummer 4 hintereinander weg. Die Ecke kommt rein. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Und das könnte die nächste geben. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Fünfte Ecke jetzt hinterher. Wir sind bei 7 Minuten drüber momentan. Wichtig, dass er da klärt. Jetzt ist vorbei.
Insgesamt noch 9 Minuten Nachspielzeit ist das Ding durch. Aber wir hatten eine 6 Ecken hintereinander. Und holen sie uns diese 3 Punkte. Zweite Halbzeit mit Schongang. Das 1:3 kassiert, aber das ist halt dann auch egal. Also wir sind in der Erfolgsspur weiterhin. Ja, Klammern des Spielsystems. Und Simon Terodde mit 3 Toren. Also, wenn er so hingeht. So, damit ist das Thema gestern verdient. Wie viel haben wir denn am Ende gehabt? 7 Ecken, ja. Ja, Auer hat einen Torschuss gehabt und der war halt drin. Darmstadt gewinnt immer so in Osnabrück mit 2-1, aber wie gesagt, das ist für uns eher uninteressant. Wir haben jetzt gleich das letzte Ligaspiel und dann ist quasi Saisonende und dann gucken wir mal, dann wird es wahrscheinlich darum gehen, den Kader zu stellen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Finale in der Liga 2 weiter.